Die Stabilität im Sprunggelenk ist grundsätzlich aus drei Faktoren. Also der erste Faktor ist der Knochen, die Knochenform, das kann man nicht beeinflussen. Der zweite Faktor ist Bänder oder die Ligamente, die können nach einer Verletzung überdehnt oder zu lang oder gerissen sein. Und der dritte Faktor ist die Muskulatur. Und die Muskulatur kann man gezielt schulen und so eigentlich kann die Stabilität des oberen Sprunggelenks verbessern. Präventive Massnahmen für ein wiederauftretendes Umknicken gibt es. Das ist eben, wenn man die Muskulatur vom oberen Sprunggelenk trainiert. Das kann man mit physiotherapeutischen Massnahmen machen. Eine einfache Übung ist zum Beispiel Zähneputzen auf einem Bein stehend. Das tut die Stabilität verbessern. Das ist eine Übung, die man ganz einfach in den Alltag einbauen kann.